Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Hardware-Rat, günstige Gaming-PCs und Hardware mit dem Lagernd. Gaming-PC, Hardware-Rat 1400.5, das sind nur die technischen Daten. Und wir schauen uns gleich auch noch einen zweiten PC an. Jetzt starten wir aber erstmal mit diesem hier. Das Bild, das ist absolut kein Fake, das ist eben das Gehäuse, so wie es halt aussehen sollte. Da sind jetzt keine Komponenten drin verbaut, zumindest faken sie nicht irgendwelche RGB-Beleuchtung oder ähnliches, das passt. Kommen wir zu den technischen Daten. Hier haben wir den AMD Ryzen 5 5600X. Den habe ich euch schon tausendmal gezeigt. Das ist ein guter Gaming-Prozessor. Zum Streamen ist er bedingt geeignet, kommt auf das Game an und worüber ihr rendert, über Grafikkarte oder Prozessor. Ihr kriegt ein cleaneres Bild, wenn ihr über Prozessor rendert. Allerdings ist der 5600er ja nicht so gut dafür geeignet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf die Idee kommt, Far Cry 6 oder so zu streamen, mit dem Prozessor als Rendering-Gerät, dann wird das schon ein bisschen knapp. Ich würde da lieber auf einen 8-Kerner setzen. Aber ansonsten kennt ihr den ja, 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP, 3200 MHz RAM wird unterstützt und der kostet 265 Euro bei Mindfactory. Als Prozessorkühler bekommen wir Silentium PC Spartan 4 Max. Der hat eine TDP von 125 Watt, der wird die Abwärme auch wegtransportieren können. Allerdings verstehe ich nicht, warum man einen 45 Euro Lüfter nimmt und dann so ein Silentium PC Spartan 4 Max. Ich würde da tatsächlich auf ein Be Quiet gehen, aber der reicht natürlich für den Prozessor erstmal aus. Es kommt auch immer darauf an, wie diese Unternehmen an diese Kühler rankommen. Da gibt es dann irgendwelche Verträge, wo dann gesagt wird, okay, bei der und der Abnahmemenge kriegst du den und den Preis. Das kann natürlich hier anders sein als bei Be Quiet. Und der kostet, wie gesagt, 45,19 Euro bei Amazon. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B550M Pro-VDH. Ja, ich weiß, es ist ein 1400-Euro-System, aber selbst da kann man ein gescheites Board nehmen. Das hier ist ein Micro-ATX, da stehe ich allgemein nicht so drauf. Und das hat noch nicht mal mehr gekühlte Spannungswandler hier oben. Hier an der Seite schon. Vier RAM-Bänke, da könnt ihr später noch erweitern. Hier kann der M.2 SSD rein, hier unten auch. Hier kommt die Grafikkarte hin. Hier könnt ihr erweitern, WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte, Capture-Card. Kommt aber drauf an, was für eine Capture-Card. Wenn ihr jetzt eine 4K-Capture-Card von Elgato nimmt, die passt da nicht rein. Da passt nur die HD 60 Pro rein, denn die 4K hat längere Anschlüsse und ist an mehr Lanes angebunden. Das funktioniert dann bei diesem Mainboard leider nicht. Also solltet ihr mit dem Gedanken spielen, zu streamen über zum Beispiel Nintendo oder dann PlayStation irgendwas und wollt das am Rechner anklemmen, da könnt ihr dann höchstens HD machen. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, P-2 werdet ihr wahrscheinlich nicht benutzen, die Grafikanschlüsse auch nicht, der Prozessor kann das nicht und hier ist ein Flash-BIOS-Button, also ihr müsst dann über die Grafikkarte ganz normal das Bild beziehen, ist ja klar. Also ich finde das nicht so pralle, Mikro-ATX ist ähnlich so mein Fall, wie gesagt, es hat noch niemals mehr gekühlte Spannungswandler, es ist wirklich ein billiges Board, naja. Und das kostet 79,16 Euro bei eBay. Als RAM haben wir 16 GB, 2x 8 GB DDR4 3600 CL18. Hier steht jetzt kein Hersteller dabei, aber ich habe mich mit dem Support in Verbindung gesetzt und habe mal nachgefragt, was die da verbauen. Und das ist in dem Fall der Goodram IRDM Pro die Black DIMM Kit, 16 GB, also das sind dann zwei Stück, Dual Channel, ganz wichtig, 16 GB in der Preisklasse auch völlig ausreichend. Ich habe auch noch nichts Schlechtes darüber gehört. Es ist immerhin 3600 MHz, das ist schon mal top, sonst wird immer so 3200 verbaut, das heißt, der ist noch ein Ticken schneller. Hat jetzt keine fancy RGB-Beleuchtung oder ähnliches, aber der macht seinen Job. Und der kostet 74,88 Euro bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine 1 TB M.2 NVMe Innovation IT Performance, 2100 MB lesen, 1900 MB in Schreiben. Das deckt sich nicht so ganz mit den Angaben, die hier stehen. Hier sind es 2400 MB die Sekunde und 1800 MB die Sekunde. Das werdet ihr sowieso nicht merken, wenn ihr nicht tagtäglich mehrere Gigabytes an Daten durch die Gegend schaufelt. Aber das Lustige ist, selbst im Bereich 1400 Euro ist 1 TB SSD schon möglich. Ihr erinnert euch an das letzte Video, da war das nicht der Fall. Und die kostet 82,97 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 12 GB Nvidia RTX 3060. Wir nehmen jetzt einfach die von Inno3D. Ihr wisst natürlich wieder nicht, was ihr genau bekommt. Das ist auf jeden Fall eine 3060 mit 12 GB. Die reicht für die aktuellen Spiele einigermaßen aus. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr da in WQHD 200 FPS oder so hinrotzt. Je nach Spiel natürlich. Klar, bei Valorant geht das. Aber wir nehmen jetzt zum Beispiel auch Far Cry, Horizon Zero Dawn oder ähnliches. Sind da die FPS-Werte natürlich nicht so krass. Wenn ihr in mittleren Einstellungen WQHD oder so spielen wollt, dann geht das durchaus noch für GTA und so reicht die Dicke. Danach kommen noch die 3060 Ti, 3070, 3070 Ti und so weiter. Also ich könnte das endlos so weiterführen. Sie ist aber soweit ganz in Ordnung. Und die kostet 627,71 Euro bei Galaxus. Als Netzteil bekommen wir ein 500 Watt 80 Plus Gold Co-Link Enclave. Das Schöne ist, es scheint vollmodular zu sein, das juckt euch aber wahrscheinlich eh nicht. Das interessiert dann den PC-Hersteller bzw. der die zusammenbaut. So ein modulares System ist natürlich leichter, da könnt ihr die Kabel weglassen, die ihr nicht braucht. Habt ihr mehr Platz im Gehäuse. 500 Watt reicht für dieses System auch erstmal aus, hat 3 Jahre Garantie.
Ich habe jetzt noch nichts Schlechtes darüber gehört. Ich werde aber auch mit einem anderen Hersteller gegangen, wie zum Beispiel BeQuiet oder ähnliches oder Seasonic. Die nehmen allgemein ziemlich interessante Hersteller. Das machen die anderen Systemintegratoren nicht. Die nehmen meistens dann so Corsair oder Samsung oder so. Ihr seht schon, hier sind einige Hersteller, die ihr wahrscheinlich so noch gar nicht kennt. Das ist auch 80 plus Gold zertifiziert, das passt also. Und das kostet 61,87 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Funtex P300A. Das scheint allgemein schon mal okay zu sein. Wir haben hier oben eine Meshfront, beziehungsweise hier vorne. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Hier sind auch Lüfter vorinstalliert. Es ist genug Platz, es hat eine Glasscheibe. Es ist ein Einsteiger-Case. Ist jetzt nichts Besonderes wie ein BeQuiet, was weiß ich, ein 802 oder PureBase 900 oder ähnliches. Reicht aber erstmal aus. Und das kostet 62,67 € bei Mindfactory. Zusätzliche Lüfter, einmal 120mm Silentium PC Sigma Pro 120. Das ist jetzt nicht genau der Lüfter, der ist nämlich aktuell nicht verfügbar, bei Geizhals zeige ich euch gleich noch in der Liste, aber der kostet 6 €. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Betriebssystem Windows 11 Pro 64-Bit. Ja, was soll ich dazu sagen? 91,99 € kostet es aktuell, bei meinem Partner kriegt das günstiger, klar. Windows 11 in so einem System... Ich wäre wahrscheinlich wieder auf Windows 10 gegangen, mit der Möglichkeit, ein Upgrade auf Windows 11 zu machen quasi, weil Windows 11 ab und an noch Probleme macht bei einigen Spielen. Viele schreiben auch, sie hätten keine Probleme, das ist schön, aber man hört durchaus noch auf unserem Discord-Server, dass es hier und da Probleme gibt. Und das kostet, wie gesagt, 91,99 € bei MySoftware. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard. Hier, wie gesagt, der eine Lüfter nicht verfügbar, wir nehmen jetzt den für 6 €. Den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows, und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.397,43 €. Das System soll kosten 1.399 €. Das ist okay. Also das Einzige, was ich jetzt auszusetzen hätte an diesem System, wäre das Mainboard. Da wäre ich auf was Besseres gegangen. Irgendwie auch auf jeden Fall Full RTX, ja. Vielleicht ein Aorus Elite oder sowas in der Art. Das ist preislich jetzt nicht der Unterschied. Ansonsten ist das soweit in Ordnung. Es sind natürlich, wie gesagt, viele unbekannte Hersteller, zum Beispiel die SSD oder der RAM, die werden so oft nicht verbaut. Aber ich denke, die machen ihren Job und ihr habt ja auch Garantie auf dieses System. Aber ihr seht, auch 3600 MHz RAM ist möglich und auch eine 1 TB SSD, selbst bei 1400 €. Da können sich die anderen Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Weil wenn die das hinkriegen für 1,4 und das ist teilweise in 3000 € PCs nicht möglich ist, da seht ihr mal. Und man muss auch nicht 500 € Differenz haben. Hier haben wir jetzt 20 €, 30 € Differenz, das ist völlig in Ordnung. Und ihr fragt ja auch immer, ey, ein PC so für 1000 €, kannst du da was vorschlagen? Ich zeige euch jetzt hier noch einen, der ist für 999 € drin, der ist sogar direkt lagernd. Der andere, der braucht so 2-3 Wochen, bis er dann lieferbar ist. Auch hier ist der Fall, in dem Case ist einfach nichts verbaut, das ist völlig in Ordnung. Da leuchtet nichts, was nicht leuchten soll. Das passt soweit, kein Fake. Als Prozessor haben wir einen Intel i5-10400F. Auch ein 6-Kerner mit 12 Threads, unterstützt 2666 MHz RAM, das stimmt so nicht, den könnt ihr auch mit 3200 oder 3600 betreiben. Das ist halt das, was Intel offiziell dann sagt, was funktioniert, also was funktionieren sollte. Alles andere ist dann übertakten in dem Sinne. Ist ein guter Prozessor zum Zocken, reicht auch völlig aus, ist natürlich um Längen günstiger als der 5600X. Auch hier der Fall zum Streamen, eventuell auf einen stärkeren Prozessor gehen, aber ich glaube bei einer 1000 € Maschine, da denkt man noch gar nicht so an Stream. Zumindest nicht an AAA-Titel oder ähnliches, sondern Valorant, Counter-Strike, und dafür reicht es dann aus. Und der kostet 131 € bei Mindfactory. Als Prozessorkühler bekommen wir Silentium PC Spartan 4. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht der Spartan 4 Max, sondern der Spartan 4. Der ist ein bisschen günstiger, hat aber auch dieselbe TDP-Angabe. Reicht für den Prozessor auch völlig aus. Ich wäre bei dem Preis jetzt auch wieder auf BeQuiet gegangen, aber wie gesagt, ich kenne die Einkaufspreise nicht von dem Hersteller hier. Und der kostet 36,90 € bei XCOM. Als Mainboard ein MSI B560M Pro-VDH. Ja, wieder so ein Popelboard, ne? Immerhin gekühlte Spannungswandler, aber Micro ATX, ich finde es auch krass hässlich. Weiß nicht, wer sich das mit diesen Linien hier ausgedacht hat, also schön finde ich das nicht. Aber gut, das ist Geschmackssache. Auch hier wieder 4 RAM-Bänke, ihr könnt später den RAM noch erweitern sozusagen. Dann habt ihr noch 2 M.2-Anschlüsse für Festplatten, beziehungsweise einer davon wird ja belegt. Hier kommt die Grafikkarte rein, genauso wie bei dem anderen Board könnt ihr hier auch noch erweitern. Auch das Thema mit der Capture-Card, genau das gleiche hier. Was die Anschlüsse angeht, haben wir zweimal USB 3.1, zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0. Grafikanschlüsse wie immer nicht verwendbar, weil das ein F-Prozessor ist und das F-Suffix, das steht halt dafür, dass der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Netzwerkanschluss, Mikrofon, Kopfhörer, Line-In und noch P-2, werdet ihr auch nicht benutzen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement betreiben. Es ist ein 1000 € PC. Da kann man dann schon sagen, okay, das Board nehmen wir so mit. Bei 1400, da bin ich wieder anderer Meinung, ja, hatten wir ja eben. Bei einem 1000 € PC, okay. Und wer da eh nichts drauf gibt auf diese Erweiterbarkeit, dem kann es auch egal sein. Hier sind wenigstens auch die Spannungswandler gekühlt, das heißt, die Haltbarkeit ist auch gegeben.
Und das kostet 106,47 € beim Mindfactory. RAM 16 GB, 2x8 GB, DDR4, 3200, Good RAM, IRDM. Ja, 3200 MHz bei dem Prozessor, der ist ja dann schon übertaktet. Wie gesagt, er hat 2666 MHz offiziell, 3200, das passt. Es ist Dual-Channel, 16 GB, auch bei 1000 € möglich, sehr gut. Es gibt Systeme da draußen, die haben dann nur 8 GB RAM, was ich sehr schade finde. Und er kostet 76,91 € bei ProShop. Auch hier haben wir die gleiche SSD, auch 1 TB. Auch möglich in einem 1000-Euro-System. Bei 1000 € hätte ich sogar gesagt, ja, 500 GB oder so. Das hätte ich da erwartet. 1 TB ist natürlich top und kostet 82,97 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte haben wir den NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. Die ist natürlich schon etwas älter. Ihr wisst auch wieder nicht, welche ihr bekommt. Ich nehme jetzt einfach diese hier, weil die aktuell am günstigsten ist. Das ist natürlich mehr oder weniger eine Einsteiger-Grafikkarte. Wir zeigen gleich noch einen kleinen FPS-Test. Ihr könnt die meisten Spiele in Full HD zumindest damit spielen. Aber ist jetzt nicht das Neueste vom Neuesten. Könnt ihr bei 1000 € auch einfach nicht erwarten. Und die kostet 387,03 € bei eBay. Netzteil 550 Watt 80 plus Gold Silencium PC Supremo L2. Wenn ich Supremo lese, muss ich immer ein bisschen an Far Cry denken. Da gibt es so einen lustigen Rucksack, der heißt auch so. Ja, das ist jetzt leider nicht modular, aber euch kann es ja auch irgendwo egal sein. Das Ding kommt ja fertig zu euch nach Hause. Es hat 5 Jahre Garantie, 550 Watt reichen auch für dieses System aus. Ich würde tatsächlich auf ein stärkeres Netzteil irgendwann gehen, wenn ihr eine stärkere Grafikkarte einbauen wollt, zum Beispiel irgendwie eine 3070 Ti oder so. Da werden 550 Watt schon knapp. Das ist 80 plus Gold zertifiziert, auch in Ordnung. Und das kostet 59,87 € bei Mindfactory. Gehäuse, Silencium PC VT4 TG, 2 Lüfter vorinstalliert. Jo, das ist dieses hier, ein Lüfter vorne, ein Lüfter hinten, das heißt der Airflow ist gegeben, hat eine Mesh-Front, auch in Ordnung. Ist jetzt natürlich auch nichts Besonderes, was soll man bei 1000 € auch erwarten. Es hat eine Glasscheibe, immerhin, ich habe hier schon Systeme gesehen mit Acrylglas, die dann schön zerkratzen und so. Ah, die waren dann auch nur so 3 mm dick oder so, 2 oder 3 mm, das war überhaupt nichts. Das ist schon okay und das kostet 58,90 € bei Alternate. Dazu wieder Windows 11 Pro. Habe ich ja eben schon alles zu gesagt. Packen wir für 91,99 € in den Warenkorb. Und dann wären wir beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Board, CPU-Kühler, Case, Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1032,04 €. Das System soll kosten 999,99 €. Also ein glatter Taui. Plus Versandkosten. Ist okay. Passt. Also ist es nicht überteuert. Und ihr habt 16 GB RAM, 1 TB SSD. Gut, Grafikkarte ist natürlich bei 1000 €, was soll man erwarten? Es ist auch preislich nicht anders möglich. Ihr habt es ja gerade bei Geizhals gesehen. Was will man da noch tauschen? Das Board ist so ein Thema für sich, ja, aber ich sag ja, bei 1000 €, da ist das schon okay. Ich habe das dem Support auch so gesagt. Ich habe bei dem bei WhatsApp geschrieben, habe ich gesagt, oh, eure Mainboards, die sind nichts, ne? Aber der Rest ist halt in Ordnung. Und wenn ihr jetzt wirklich auf die Idee kommt, ihr wollt später noch richtig viel erweitern und so, greift ihr eh zu einem anderen System. Zum Zocken reicht die Kiste hier völlig aus. Wenn den Rest nicht interessiert, passt. Dann haben wir hier noch einen FPS-Test. Das ist die GTX 1660 Super mit einem i5-10400F. Test in 16 Spielen. Schauen wir uns Serious Sam an. Da seid ihr in Full HD und auf Medium-Einstellungen bei ca. 91 FPS im Durchschnitt. Red Dead Redemption in Full HD und Ultra-Einstellung 49 FPS. Doom Eternal, Ultra-Grafik auf Full HD, seid ihr bei 106 FPS. Mafia in hohen Einstellungen in Full HD, seid ihr 67 FPS. Fortnite Competitive Full HD, 234 FPS. In epischen Einstellungen auf Full HD, 116 FPS. Horizon Zero Dawn auf Ultimate-Qualität Full HD, 64 FPS. Das hätte ich nicht gedacht, dass die das schafft. Need for Speed Heat in Full HD und Ultra, 69 FPS. GTA 5 Full HD auf sehr hohen Einstellungen, allerdings ohne MSAA, das ist eine Art von Kantenglättung, 100 FPS. Und Call of Duty Modern Warfare Full HD und Ultra seid ihr bei 99 FPS. Wie gesagt, wer die weiteren Daten noch sehen möchte, kann gerne unten in der Videobeschreibung nachschauen. Auch die beiden Systeme werde ich euch verlinken. Einmal das für 1400, das war nicht zu teuer. Das für 1000 € war auch nicht zu teuer, ist sogar lagernd. Also wenn ihr jetzt eine Kiste zum Zocken wollt für 1000 € und die Erweiterbarkeit geht euch am Arsch vorbei, auf gut Deutsch gesagt, könnt ihr den ruhig so holen. Der ist nicht überteuert, das passt, der ist sogar günstiger als Selbstbau. Das Einzige, was mich da nervt, ist das Mainboard. Aber sonst in Ordnung. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.